Also Black Boa, was ich sagen wollte, ist danke Bromba für das Lob für unser Resident Evil Let's Play. Was ich sagen wollte ist, ich taste mich halt gerade an das Spiel dran, weil mein Kollege The Ramen, den du hier auch im Chat siehst, The Boss Beast Ramen und ich, wir haben uns früher sehr an Build Orders festgeklammert, also an ganz strikten Plänen. Und was ich gerade versuche, ist, das Spiel wirklich zu lernen. Also einfach zu spielen, Erfahrungen zu machen, Sachen auszuprobieren, auf die Schnauze zu kriegen, daraus wieder was zu lernen und vielleicht irgendwann mal Platin zu werden. Im Moment ist es schon eine Herausforderung, Gold zu halten. Muss man ganz klar so sagen. Im Moment ist Gold halten schon das höchste der Gefühle. Wenn du überhaupt noch da bist und nicht facepalmend den Raum verlassen hast. Protoss, Pakalolo auf New Kirk. Da könnte man den C-Drop eigentlich. Also, ich werde es, glaube ich, wirklich auch mal so machen, dass ich mir für jede Map was überlege. So, ich bin heute zweimal Opfer eines Cannon Rushes geworden. Einmal habe ich es doof verteidigt und habe verloren. Habe falsch reagiert. Einmal habe ich richtig reagiert. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal gucken gehen. Einmal habe ich richtig reagiert. Und wurde dann aber noch von Mars Voidray besiegt, tatsächlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich habe, glaube ich, eine Probe vergessen zu bauen. Das ist natürlich sehr schlecht. Da liege ich dann gleich von Anfang an zurück. So, ich will wissen, ob da irgendwas wie eine frühe Forge oder sowas steht. Denn dann weiß ich, es ist etwas im Busche. Gateway. Okay. Sieht normal aus. Er hat mein Gas blockiert. Ich habe vergessen, die. Oh Gott, was ist denn heute mit mir los? Das Match ist ja fast jetzt schon verloren. GG. Alter, was ist denn heute los mit mir? So, wir lassen uns da dann peilen. Ah, okay. Okay. Er will uns zu einem All-In zwingen. Was ich jetzt immer einfach versuchen werde, ist ein All-In zu spielen. Aber nicht so, wie er es erwartet, hoffe ich. Ich hoffe nämlich nicht, dass er mit einem Adept Adept Dark Templar All-In rechnet. Wir bauen den Mothership Core. Wir erforschen Dings. Ja, da ist natürlich sehr, sehr wenig Gas. So, ich tue erstmal so, als würde ich mich da gar nicht von stören lassen. So, jetzt baller ich das hier weg. Da kommt er schon wieder. Jeder will gerade wirklich stressen. Kann natürlich auch sein. Ah, ich muss mal ganz kurz gucken. Kann natürlich auch sein, dass er hier unten jetzt gerade Cannons platziert. Wenn es ganz doof läuft. So. Nee, ist einfach nur ein Peilen. Okay. Da gehen wir mit unserem Adepten drauf, um ihm zu zeigen, hey, das stört uns ganz schön, dass unser Gas weg ist. Stört uns auch, weil natürlich alles sehr verspätet kommt. Ja, wir brauchen halt 150 Gas. Ach nee.
Okay. Das ist, ja. Mann! Was ist denn gerade los? Ich werde gerade wirklich nur die ganze Zeit Opfer von so einem Scheiß. Scheiß Cheeses. Es ist ja kein richtiger Cheese, im Prinzip. Ja, daran merkt man es halt, dass er mich gerade mit simpelsten Methoden einfach nur völlig. Wie viel Probes hat er gerade bekommen? Acht? Das war dumm. Das war dumm, wenn man einen Dark Shrine bauen möchte. Wie gesagt, es scheitert bei mir heute am Klicken. Das ist unglaublich. Es scheitert bei mir daran, meinen Mothership Core anzuklicken, anstatt dass ich einfach 6 drücke. Ja, also pff, alles, was ich jetzt tue, kommt einfach viel zu spät. Ich habe im Prinzip keine Chance mehr. Ist so. Er wird da drüben, er wird jetzt gleich mit Mars Void Ray kommen wahrscheinlich. Ja, und dann stehe ich da. Nee, also jetzt habe ich einen Dark Templar. Im Moment, den können wir da rausholen. Bald. Ja, das Oracle hat mich jetzt halt gekillt. Ich glaube, ich hätte eine Chance gehabt, aber ich komme jetzt gleich mit nach 7 Minuten mit meinem DT-Drop. Ich glaube, das kann ich, ja, kann ich knicken. So, die stelle ich hier rüber. Also dieses Oracle hat sich für ihn mehr als nur gelohnt. Aber auf jeden Fall ein Dings. Ich glaube, er hat den Dark Shrine halt immer noch nicht gesehen. Das ist unser großer Vorteil eventuell. Aber ich gehe davon aus, dass er einfach nur vorbereitet sein wird. Und ich jetzt hier gleich einfach nur zerberstet werde. Mein 2 DTs sind meine gesamte Hoffnung gerade. Aha. So. It shall be done. The firstborn shall persevere. Give us your command. Ich fliege das Warp-Gate Prop Prism nicht weg. Arrgh!
Gibt's nur einen. Okay, es scheint mir fast, als wäre ich... Ja, ja, klar, schon sehr weit hinten. Aber noch nicht so hoffnungslos. Wobei, wahrscheinlich schon. Was ich jetzt versuche, ist auf jeden Fall Double Forge. Oder Triple Forge, besser gesagt. Dass ich in jedem immer eins erforschen kann. Ich werde dann versuchen, massiv auf Arkans zu gehen. Weil Arkans halt auch die Void Ray kontern. Ja, und ich werde versuchen... müssen... die dritte Basis zu nehmen. Ja, okay. So viel dazu. Ja, kann ich aufgeben. Mann! Ja, wenn ich nur hungrig wäre, hätte ich eine Ausrede. Aber im Moment... Ja, es, also ich glaube, ein Oracle hat mir was weiß ich wie viele Probes getötet. 10? 12? Mehr? Wahrscheinlich mehr. Ja, also man sieht es hier. Army Value war ja konstant vorne. Resource Collection habe ich ihn hier sogar so nochmal kurz runtergebracht, aber da hat er einfach gegen angegriffen. Upgrades war er vorne, Worker war er vorne. Scheiße! Ja, habe ich mitbekommen. Naja, weil jetzt wieder mehr bezahlt wird. Der CPM ist wieder höher, also der Preis pro 1000 Views ist wieder höher und deswegen fangen Leon, Apo und Simon Desu jetzt wieder an. Weil im Januar es sich für sie finanziell nicht gelohnt hätte.